miteinander. Hier auf dem Dschungelweg lerne ich über den Bündnisweg Jesu Christi. Ich spüre echt die Liebe des himmlischen Vaters, wenn ich über Verheißungen und Bündnisse lerne, die uns zu ihm zurückbringen. Wisst ihr? Oh, hat sich wer wehgetan? Hallo, du Kleiner. Was ist denn los? Oh. Kann ich dir helfen? Du hast ja einen Dorn im Fuß. Schon vorbei. Bleib auf dem Weg. Da sind weniger Dornen. Nervt das Helfen nicht total? Aber wieso denn? Er hat sich ja nicht mal bedankt. Sowas. Ich bin aber nicht genervt, sondern echt glücklich. Was? Glücklich? Echt? Ja. Wie kommt das denn? Hallo, ich bin Schwester Porter. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Seid ihr auch froh, dass ihr hier seid? Ja! Ja, wie schön. Ich bin in der PV-Präsidentschaft der Kirche. Mit Schwester Wright und Schwester Browning. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass wir jeden Tag für euch und für jedes PV-Kind auf der ganzen Welt beten. Der Vater im Himmel schenkt uns große Liebe zu euch allen. Ich erzähle euch jetzt mal von einem Mädchen namens Susan. Als sie 7 war, zog ihre Familie 3000 Kilometer weiter weg. Ein paar Wochen später wurde sie 8 und wollte sich taufen lassen. Ihr Vater war kein Mitglied und in dem kleinen Zweig kannten sie noch niemanden. Ein paar Monate später lernten sie dann jemanden kennen, der Susan taufen konnte. Es war ein regnerischer Novembertag. Nur ein paar Leute waren zur Taufe ins Gemeindehaus gekommen. Ihre Mutter, ihre Geschwister und ein paar Freunde. Das Wasser im Taufbecken war kalt. Nach der Taufe ging Susan durch die Kapelle zur Treppe. Weil sie noch ganz nass war, rutschte sie aus und fiel die Treppe hinunter. Sie war ganz erschrocken und hatte sich wehgetan. Aber sie stand auf, zog sich um und ging nach draußen zum Auto. Sie zitterte vor Kälte und doch war ihr warm ums Herz. Dieses friedliche Gefühl ließ sie spüren, dass der Vater im Himmel sie kennt und froh war, dass sie sich hatte taufen lassen und nun Mitglied seiner Kirche war. Wisst ihr, warum mir diese Geschichte so am Herzen liegt? Ich heiße Susan und das war bei meiner Taufe. Hier, ein zweites Bild. Wisst ihr, wer das ist? Meldet euch. Jesus! Jesus, natürlich. Schön, dass ihr das wisst. Der Vater im Himmel hat uns so lieb, dass er Jesus geschickt hat. Er hat uns vorgelebt, wie wir leben sollen. Er hilft uns, heim in den Himmel zu kommen. Er kennt einen jeden von euch. Wisst ihr das? Ja. Er kennt euch wirklich. Er kennt eure Namen und hat euch ganz doll lieb. Der liebevolle Vater im Himmel hat ihn geschickt. Auch Gottvater kennt jeden von euch. Ich kenne nicht alle Namen, wenn ich für euch Kinder bete. Ich weiß nicht alles über euch, aber der Vater im Himmel schon. Er weiß, was ihr gerne macht und was für euch leicht ist und was schwer. Er liebt euch sehr und wünscht sich, dass ihr glücklich seid. Jesus hat gesagt, glücklich wird man, wenn man nach den beiden wichtigsten Geboten lebt. Schauen wir mal, welche das sind. Victoria, kannst du uns die Worte von Jesus vorlesen? Welche zwei Dinge helfen uns, glücklich zu werden? Victoria liest aus Matthäus 22, Vers 37 bis 39 vor.
Er antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Danke. Victoria, zeigen wir doch mal vor, wie man sich an das erste und das zweite wichtige Gebot erinnern kann. Das erste lautet, dass wir Gott lieben. Zeigen wir alle nach oben und schauen zum Himmel. Das kann jeder. Liebe Gott mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft. Wir lieben also Gott, dann breiten wir die Arme weit aus. Wir lieben den Nächsten wie uns selbst. Den Nächsten lieben? Wer ist das? Jeder. Jeder. Vielen Dank. Gleich noch einmal. Das erste große Gebot ist, Gott zu lieben. Und das zweite, unseren Nächsten zu lieben. Danke, Victoria. Heute sprechen wir darüber, wodurch wir dem Vater im Himmel zeigen können, wie lieb wir ihn haben. Und auch, wie wir unseren Nächsten lieben können. Ihr Kinder hier, wie können wir dem Vater im Himmel zeigen, dass wir ihn lieb haben? Ja? Beten. Beten. Komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Super, ich lerne viel von euch. Ja? Die Heiligen Schriften. Heilige Schriften, ganz toll, ja. Fasten. Fasten, wunderbar, ja. Zur Kirche gehen. Zur Kirche gehen, danke, ja. Andere einladen, zu Christus zu kommen. Andere einladen, zu Christus zu kommen, einer nach dem anderen. Jemandem helfen, der einsam ist. Jemandem helfen, der einsam ist, vielen Dank. An heiliger Stätte stehen. An heiliger Stätte stehen, das gefällt mir, ja. Beten. Beten, super. Das Wort der Weisheit halten. Das Wort der Weisheit halten, ja. Umkehren. Umkehren. Ich lerne heute echt viel von euch. So können wir dem Vater im Himmel zeigen, dass wir ihn lieb haben. Im Buch Mormon erklärt König Benjamin, wenn wir anderen dienen, dienen wir dem Vater im Himmel. Das erste und das zweite wichtige Gebot gehören zusammen. Zeit für neue Freunde. Ich zeige dem Vater im Himmel meine Liebe dadurch, dass ich seine Gebote halte. Er zeigt uns seine Liebe, weil er durch Jesus, den Erretter, einen Weg zurück zu ihm bereitet hat. Ich zeige dem Vater im Himmel meine Liebe, wenn ich zu Hause mithelfe. Guckt mal, ich habe das Bett meiner Schwester gemacht. Danke, aber ich bin ja noch drin. Hallo, ich bin Schwester Browning. Mit meinen Freunden Rosalie, Kate und Matt sind wir hier im Weltenzimmer. Wollt ihr mit mir verreisen? Na klar! Ihr Freunde, die ihr zuseht, wollt ihr auch mit verreisen? Toll! Es geht nicht besonders weit weg, aber zu einem besonderen Ort. Schaut mal! Hier ist eine Familie. Schauen wir uns das Bild genau an. Was seht ihr da? Und wie könnten wir helfen? Was meint ihr? Und alle, die zuschauen, macht einfach mit. Rosalie, was siehst du? Der Junge hat ein Problem. Der Müllsack ist gerissen. Genau, der Müll fällt heraus, nicht wahr? Ja. Wie könnten wir ihm helfen? Den Riss zukleben. Den Riss zukleben, gute Idee. Oder ihm einen neuen Sack holen. Mhm. Und den ganzen Müll in den neuen Sack tun. Super. Matt, was siehst du? Der Opa hat kein Wasser mehr. Vielleicht könnten wir ihm ein Glas Wasser oder Milch bringen. Gefällt mir gut. Wir könnten ihm Wasser einschenken, genau. Kate, was siehst du? Die Spüle läuft über. Vielleicht könnte man das Wasser abdrehen oder beim Abwasch helfen. Wunderbare Idee. Wie fühlt sich die Familie wohl, wenn ihr eure Hilfe anbietet? Rosalie, wie fühlen sie sich dann? Gut. Gut, genau. Kate, was meinst du? Glücklich. Glücklich. Matt, wie fühlen sie sich? Froh. Froh. Gut, glücklich und froh. Kate, wie findet es der Vater im Himmel wohl, wenn du der Familie hilfst? Er freut sich, weil er merkt, dass ich so wie er sein möchte. Auf jeden Fall.
Sehr schön ausgedrückt, Kate. Es macht ihn froh, wenn er merkt, dass ihr so sein wollt wie er. Vielen Dank, liebe Freunde, dass ihr uns erklärt habt, wie das Zuhause fröhlicher wird und wir durch Kleines helfen können. Wenn wir anderen helfen, werden wir mehr wie der Erretter Jesus Christus. Wir kommen denen näher, für die wir etwas tun. Wir befolgen dann das erste und das zweite wichtige Gebot. Wir lieben Gott und unseren Nächsten. Jetzt wollen wir von anderen PV-Kindern aus aller Welt hören. Achtet bitte darauf, was ihr hört und wie ihr euch dabei fühlt. Wozu inspiriert uns das? Hallo, ich bin Schwester Wright. Mit meinen Freunden bin ich hier in den Philippinen. Ich stelle jetzt einmal ein paar Fragen. Brielle, wie spürst du die Liebe des himmlischen Vaters? Beim Beten spüre ich manchmal den Geist. Ich fühle mich geborgen und wohl. Ich liebe ihn. Ein gutes Gefühl. Ich bin glücklich. Was tust du, um die Liebe des himmlischen Vaters weiterzugeben? Meine Sachen mit meinen Cousins und Cousinen teilen. Sagen, ich hab dich lieb. Aufräumen? Keine Ahnung. Weißt du, dass du mir heute geholfen hast? Ich war vor der Aufnahme ganz nervös und du hast mich zum Lachen gebracht. Durch Lachen kann man auch jemanden aufmuntern, nicht wahr? Wenn meine Schwester und ich uns streiten, versuchen wir, einander zu vergeben und wieder miteinander auszukommen. Einmal ist in der Kirche ein Mädchen auf der Treppe gestolpert und ich habe es getröstet. Nett sein, Essen teilen, jemanden unter dem Regenschirm mitgehen lassen, eben so etwas. Eine Umarmung, ein Küsschen. Umarmung, Küsschen und Regenschirm, klasse Ideen, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass sie es auch wirklich macht, nicht wahr? Hallo miteinander, hier ist Schwester Tracy Browning mit ein paar Freunden im wunderschönen Trinidad. Woran merkt ihr, dass euch der Vater im Himmel lieb hat? Ich weiß, dass der Vater im Himmel mich lieb hat, weil er über uns wacht und uns vor schlechten Träumen beschützt. Er hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt. Der ist für uns gestorben. Er liebt uns und er hat uns Jesus geschickt, damit er für uns am Kreuz stirbt. Er hat Jesus geschickt, damit er für uns am Kreuz stirbt. Danke, Ephraim. Wie zeigt ihr dem Vater im Himmel eure Liebe? Ethan, wie machst du das? Ich zeige dem Vater im Himmel meine Liebe, wenn ich vor dem Essen bete und Kinder beschütze, auf die anderen losgehen. Oh, du bist ein Beschützer und du betest. Wunderbar. Wir beten und sprechen jeden Morgen mit ihm. So zeigen wir ihm, dass wir ihn lieb haben. Er mag es, wenn wir gut in der Schule sind. Ja, er mag es, wenn wir unsere Intelligenz klug nutzen. Wie zeigt ihr anderen Menschen eure Liebe? Ich helfe ihnen. Wir können im Garten mithelfen. Wir können später jemand werden, der hilft. Krankenschwester oder Arzt, Sozialarbeiter oder Polizist. Ausgezeichnet. Wir können einen Beruf wählen, bei dem wir helfen können. Und du, Addison, wie zeigst du deine Liebe? Wenn ich andere so behandle, wie ich behandelt werden möchte. Sehr wahr, Addison. Jesus ist der Sohn Gottes. Wenn ich sauer oder traurig bin, hilft er mir, sodass es mir besser geht. Ich fühle, dass er mich liebt. Er hat uns alle lieb, auch wenn wir verschieden sind. Wenn ich Jesus treffen würde, würde ich zuerst Danke für alles sagen, was er uns gegeben hat. Shall men know he or
möchte Jesus nachfolgen, weil er das beste Vorbild ist. Von Jesus lerne ich, nicht gemein zu sein. Wenn ich die Liebe des Erretters spüre, ist es, als würde er mich umarmen. Jesus liebt mich und ich habe ihn auch lieb. Ich glaube ganz fest an die Liebe Jesu Christi. Wenn ich versuche, so zu sein wie Jesus und anderen zu helfen, wird mir warm ums Herz. Ich hoffe, alle Menschen auf der Welt werden so wie er. Ich zeige dem Vater im Himmel meine Liebe, wenn ich auch zu denen nett bin, die mich nicht mögen. Das ist nicht immer leicht. Der Vater im Himmel hat mich lieb, weil er uns Jesus gegeben hat, damit wir zu ihm zurückkehren können. Ohne Jesus wären wir geliefert. Wir wären verloren. Eine Lieferung hat damit nichts zu tun. 16, 18. Ich zeige dem Vater im Himmel meine Liebe, wenn ich den Zehnten zahle und andere dann gesegnet sind. Wo war ich? 1, 2, 3, 4. So ist es gut. Was? Was machst du da? Jetzt haben andere Entdecker Freude am Weg. Hä? Ja. Ja. Freude voran! Herr Kleiner, ich tue dir nicht weh. Na, siehst du? Ja. Hey, pass auf! Du weißt ja nicht, wo es herkommt. Es könnte verschimmelt sein. So ist's gut, Kleiner. Warum bist du bloß so nett? Niemand kriegt ja mit, was du da tust. Das Vögelchen und der Vater im Himmel bekommen es schon mit. Und du ja auch. Was für ein Lied hast du da gerade gesummt? Ein Lied davon, dass Jesus möchte, dass wir einander so lieben, wie er uns liebt. Ah, oh, deshalb bist du so nett? Und weil es mich glücklich macht. Jeder von uns kann anderen helfen, sich geliebt und glücklich zu fühlen. Ich denke, ich mache andere durch meine Musik glücklich. Und wie fühlst du dich dabei? Ganz froh. Und ich möchte tanzen. Genauso fühle ich mich, wenn ich anderen helfe. Echt ein gutes Gefühl. Finde ich auch, Tukan. Ich heiße übrigens Louis. Okay, Louis. Ich bin Jane. Lass uns zusammen dem Beispiel Jesu nachfolgen. Komm mit. Okay. Der Tukan kann, was du tun kannst. Hey, warte! Ach nein, schon wieder aus dem Nest gefallen? Jane? Jane? Kannst du kurz helfen? Jane? Nein, bleib da, bleib da. Nicht? Nicht bewegen? Nein, schau hier. Nein. Hallo miteinander, ich bin Schwester Wright. Danke, Ulysses und Taisley, dass ihr hier seid. Spielt einer von euch ein Instrument? Ja. Ja? Was spielst du? Querflöte. Querflöte, sehr schön. Und du? Ich spiele Glocken und Schlagzeug. Sehr schön. Wisst ihr, was das ist? Ein Glockenspiel.
Ein Glockenspiel. Möchtet ihr mal drauf spielen? Ja. Okay. Auf diesem Blatt Papier stehen ein paar Noten, die ihr spielen sollt. Würdest du anfangen? Mhm. Sehr schön, gut gemacht, Taisley. Toll, danke. Jetzt spiele ich mal diese Noten. Und achtet bitte darauf, was dabei in eurem Kopf vor sich geht. Oh, das ist doch... Erkennt ihr die Melodie? Ja! Ja, nicht wahr? Wem von euch sind die Worte »Ich bin ein Kind von Gott« durch den Kopf gegangen? Mir auch. Auch wenn der Text nicht ausgesprochen wurde, oder? Danke für eure Hilfe, ihr könnt euch jetzt wieder setzen. Wusstet ihr, dass das eine Möglichkeit ist, wie der Heilige Geist zu euch spricht? Er kann euch Gedanken und Wörter eingeben. Die können euch anleiten, euch trösten, euch zum Handeln auffordern oder euch warnen. Mach das oder lass das. Sie können euch Wahrheiten vermitteln, etwa, dass ihr ein Kind Gottes seid. Der Heilige Geist kann uns auch eingeben, wie wir jemandem helfen oder zum Aufbau des Reiches Gottes beitragen können. Ich möchte euch das gern vorführen. Sophia und Sam, würdet ihr mir bitte helfen? Kommt ruhig her. Ich bin so froh, dass ihr heute hier seid. Ich möchte euch beide und auch alle anderen bitten, denkt kurz nach oder sprecht ein stilles Gebet und bittet den Vater im Himmel, euch wissen zu lassen, wie ihr jemandem helfen könnt. Dann hört zu und stellt fest, was in Herz und Verstand vor sich geht. Hat euch der Heilige Geist etwas mitgeteilt? Ja? Bitte malt jetzt ein Bild oder schreibt einen Gedanken auf, der euch dazu gekommen ist, wie ihr anderen helfen könnt. Wir alle können Tag für Tag vom Heiligen Geist inspiriert werden. Er sagt uns, was wir tun können, um die Welt besser zu machen. Sophia, das sieht toll aus. Du malst jemanden, der einem anderen hilft. Vielleicht malen unsere Freunde zu Hause ja auch ein Bild von jemandem, dem sie helfen können. Das kann jemand aus der Familie sein oder ein Freund oder Nachbar. Heute sind ein paar wirklich gute Künstler hier am Werk. Ich bin sicher, unsere Freunde zu Hause malen auch gerade wunderschöne Bilder. Nicht wahr? Ja, vielleicht malen einige kein Bild, sondern schreiben etwas auf. Der Heilige Geist gibt euch so einiges ein, was ihr tun könnt. Oh, Sam signiert sein Bild gerade. Er ist also auch fertig. Sophia, möchtest du unseren Freunden gleich mal erzählen, was für eine Eingebung du gehabt hast? Was hast du gezeichnet? Wie kannst du jemandem helfen? Halte dein Bild bitte hoch. Mir ist eingefallen, dass wir anderen helfen und sie zu Christus bringen können. Das mache ich besonders gerne, weil ich gerne neue Freunde finde. Wie schön, ich finde auch gerne neue Freunde. Ein gutes Gefühl, nicht wahr? Vielen Dank. Und du, Sam? Ich habe ein Bild von mir gemalt mit einer Sprechblase, worin steht, das fühlt sich wirklich gut an. Das habe ich hineingeschrieben, weil ich mich im Moment echt gut fühle. Wunderbar. So kann der Heilige Geist zu uns sprechen. Durch ein gutes Gefühl. Das gefällt mir. Ich mag deine Sprechblase sehr kreativ. Meine lieben Freunde, ich gebe euch Zeugnis, dass der Vater im Himmel euch liebt. Er vertraut euch und er braucht euch. Wir bereiten uns ja auf das zweite Kommen des Erretters vor. Da macht euer Dienst in der Welt viel aus. I'm gonna live.
Ich weiß, dass Gott mich liebt, weil er uns Tiere gegeben hat. Ich liebe Sparky. Echt doll. Buzz. Aber nicht so ein Mundgeruch. Ich weiß, der Vater im Himmel liebt uns. Durch gute Freunde verspüre ich seine Liebe. Ja, genau. Umarmung? Umarmung. Es war schön, mit euch zusammen zu sein. Ihr sollt wissen, dass der Vater im Himmel euch liebt. Er hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt, damit er uns hilft, zu ihm zurückzukehren. Ganz gleich, wo ihr seid oder was passiert, der Vater im Himmel und Jesus Christus sehen euch und kümmern sich um euch. Wir zeigen unserem Vater im Himmel und Jesus, dass wir sie lieb haben, wenn wir andere lieb haben. Wenn wir etwas Nettes tun, sogar was Kleines, kann das viel ausmachen. Hi! Hi, Jane! Puh, geschafft! Und ich habe einen Freund mitgebracht. Du meine Güte, Jane! Wann hast du dir denn zuletzt die Socken gewaschen? Uah, igitt! Das stinkt! So ist besser. Oh. Seid ihr denn auch Entdecker? Ja, wir gehen alle gemeinsam den Weg der Bündnisse. Oh. Ich bin Schwester Porter. Oh. Ich bin Schwester Wright. Und ich Schwester Browning. Oh, dann seid ihr also Schwestern. Jawohl. Oh, sieht man, ja. Ja. Erzähl uns von deiner Reise, Jane. Ich habe etwas über die Bündnisse gelernt, die wir mit Gott schließen. Und dass wir Jesus dadurch nachfolgen, wenn wir andere lieb haben. Der Weg der Bündnisse führt uns zum himmlischen Zuhause. Ja, der Bündnisweg Jesu Christi ist ein Kreis. Bevor wir auf die Erde kamen, lebten wir alle beim Vater im Himmel. Wenn wir auf dem Weg der Bündnisse bleiben, kommen wir zurück zum himmlischen Vater und Jesus. Was hilft dir, auf dem Weg zu bleiben, Jane? Ich habe Unterstützung von meiner Familie und guten Freunden. Und der Wegweiser für Kinder hilft mir, mir Ziele zu setzen, zu wachsen und mehr wie Jesus zu werden. Toll, Jane. Was hast du noch gelernt? Wenn ich den Eingebungen des Geistes folge, spüre ich die Liebe des himmlischen Vaters. Das macht mich glücklich. So ist es. Ja. Der Vater im Himmel liebt jeden von uns und möchte, dass wir glücklich sind. Wenn wir andere so lieben wie Jesus, geben wir dieses Glück weiter. Hey, da bekomme ich schon wieder dieses warme Glücksgefühl. Auch als Tukan kann ich dem Weg folgen und nett sein. Das können alle. Ich danke euch fürs Kommen. Lasst andere spüren, dass der Vater im Himmel und Jesus sie lieb haben. Gebt die Freude weiter, die man auf dem Weg der Bündnisse findet. Bleibt auf dem Weg. Tschüss, Freunde. Tschüss. Tschüss. Und unbedingt die Socken waschen. Bleib hier. Gut. Nein. Nein, 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 nein. Du bist echt schwer zu kriegen. Na komm schon. Alles klar. Diesmal hole ich dich nicht. Nein, auf keinen Fall. Okay, das ist viel zu nah dran. Viel zu nah dran. Viel zu nah am Abgrund. Ich setze mich auf dich wie auf ein Ei.